So, da werden wir auch wieder. Wir nehmen uns mal das Porträt mit. Zwei fehlen uns noch. Oh, guck mal, das ist Gandalf. Muss die Hand zerbrechen. Hinweisfetzen. Ja, der hat noch ordentlich Platzwunde abgekriegt. Hm. Einen Schleifstein aufbrechen. Nein, natürlich nicht. Aber wir können den Knauf benutzen. Und erhalten eine Kurbel. Eine Angelspule, um es genau zu machen. Kleber. Farbpalette und Pinsel haben wir auch schon. Ist das ein Maler? Ich glaube nicht. Ein Hutrand, okay. Hat er irgendwas bei sich? Nö. Wo sind die Werkzeuge eines Künstlers? Hier, bitteschön. Aha. Da fehlt ein Hut. Aha. Natürlich. Hinweisfetzen. Das hier machen? Nö. Ach hier. Oben sollen Dreiecke hin, links die Vierecke. Kann man die jetzt einfach so tauschen? Nee, natürlich nicht. Oh Gott, ich bin auch so mies in diesen Art von Schieberätsel spielen. So. Ein Verband. Und dann verbinden wir ihm mal den Kopf. Thank you. You must be Annie's sister, Melissa. She wasn't kidding when you said you were practically twins. My name is Michael. I'm courting your sister. It's a shame we had to meet under such distressing circumstances. Hm. Danke, du musst Annies Schwester, Melissa, sein. Ich sagte bereits, dass ihr euch so ähnlich seht wie Zwillinge. Mein Name ist Michael. Ich mache deiner Schwester den Hof. Zu schade, dass wir uns unter solchen Umständen kennenlernen. I think I've seen this man before. Yes, he used to study here. I never spoke to him. He left a few weeks after I arrived. Maybe there are some records about where to find him.
Ich glaube, dass ich diesen Mann schon einmal gesehen habe. Genau, er war einst ein Schüler hier. Wir haben uns nie unterhalten. Er verließ die Schule ein paar Wochen nach meinem Eintreffen. Vielleicht gibt es irgendwo Unterlagen zu seinem, über seine Adresse. Eine lange Nadel. Hat jemand den Arzt gerufen? Heile Michael. Finde heraus, wohin der mysteriöse Knallkörper verschwunden ist. Gucken wir mal, Werkstatt. Hm, hier ist wieder ein Bild. So, gucken wir mal. Hier ist ein Pinsel, aber nicht das, was wir suchen. Hier ist noch die andere Hutkrempe. Kleister. Ah, hier rum und leben. Aha, dann kann man da... Hut. Kombination. So, Magnet und hier ist die Kombination. Oh. So. Hoppala. Das war zu weit. Kommt die Feder hin, was kommt da hinten in der Füllfederhalter? Hoppala, zu weit. So. Meine Mutter. I always knew I was destined to become a painter, but my teachers were blind. They couldn't see my talent, no matter how hard I tried. And my peers seemed to share their opinion. I once painted a beautiful portrait of Annie. I wanted her to see how much I loved her. Instead, she laughed in my face. The final straw was my expulsion from art school by my own father. I'm sick of being taken for granted. Someday, they'll realize my talent and regret what they've done. Ja, natürlich, deswegen ein bisschen Kunst, okay. Edwards Haus. Geil. So, hier war nicht weiter. Da haben wir uns angeguckt. Hier haben wir noch eine rostige Säge. Wir haben einen Schleifstein. Jetzt haben wir eine schöne neue Säge. Is that his file? Excellent. Let's see. No. Annie once told me someone named Edward was in love with her. That's why he took her. We have to... Ugh. Guess I'm more injured than I thought. Ist das seine Akte? Sehr gut. Mal sehen. Oh. Annie sagte mir einmal, dass jemand namens Edward in sie verliebt sei. Deswegen hat er sie entführt. Wir müssen... Uff, ich bin wohl stärker verletzt, als ich vermutet hatte. Bertha was a great mentor, but as far as I've heard, Edward was average at best as a student. He was expelled for his bad attitude. Bertha war eine großartige Mentorin, aber nach allem, was ich gehört habe, war Edward bestenfalls ein durchschnittlicher Schüler. Er wurde aufgrund seines Fehlverhaltens zur Schule verwiesen. You'll have to go on without me, I'm afraid. His house is quite far away and I'll only slow you down. Find a boat and follow the river. Du wirst ohne mich weitermachen müssen, fürchte ich. Sein Haus liegt ziemlich weit weg und ich würde dich nur aufhalten. Finde ein Boot und folge dem Fluss. Finde heraus, wo eine Bösewicht ging. Gelange zu Edwards Haus.
Wir haben ein Brecheisen. So, Bildfragment, Eicheln. Wir haben auch noch eine Säge, eine Mutter, Magnet und eine Angelschnur. Der hielt irgendwas in der Hand mal. Gucken wir mal. Säge. Okay, hier brauchen wir wieder eine Pflanzkelle oder irgend sowas. Hier ist ein Boot. Fischemblem. Ja, wir müssen das da irgendwie rausholen. Und mit einem Magnet ist es nicht getan. So, haben wir irgendwas im Boot. Das Fischemblem. Was? Also wir raten einmal das Aufdecken. Hätten wir es schon. Oh mein Gott. Das ist nochmal. Das ist nochmal Angelkoffer. Okay, da fehlt. Oh. Hoppala, da fehlt wahrscheinlich noch genau das da. So, da ist ein Gummistiefel. Müssen wir nur den anderen finden. Oder halt noch eine Messerklinge, da oben. So. Die Harpune, der Hut, der Handschuh, eine Bürste, Schwimmer. Mhm. Was war noch? Handschuh, Fischnetz. Angelköder, okay, das ist kein Angelköder, das ist, achso, den Schwimmer, hier unten. Angelköder, Taschenflasche, Seil, was ist denn eine Taschenflasche, mein Flachmann oder was? Hier ist das Seil. Ich habe ja immer gedacht, das hier ist der Köder, aber dann... hier, Fisch ist auch nicht, der ist es auch nicht, das ist es nicht. Was ist denn jetzt hier der Angelköder? Das da. Gefunden, kaputte Angel. Natürlich habe ich eine kaputte Angel gefunden. Ich muss eine bessere Möglichkeit geben, okay. Dann machen wir da halt keine eine Mutter ran machen? Nein, natürlich nicht. Was? Leite das Eichhörnchen zu dem Seil oben rechts. Tippe auf ein Loch, um das Eichhörnchen dorthin zu bewegen. Es stüpft in ein Loch hinein und kommt aus ein anderes heraus.
Okay. Eine Kaminzange. Haben wir denn irgendwo einen Kamin? Keine Ahnung. Ich werde meine Hände nicht in das Wasser tauchen. Mit einer Kaminzange, nein. Mit einem Magneten, nein. Schmeiß die Mutter da rein, nein. So, 60 von 64. Sack mit Tonerde. War irgendwo eine... Hier war eine Töpferschale. Und was brauchst du jetzt noch? Wasser, wa? Ich werde das fehlende Bild wieder einsetzen müssen. Wir haben einen Angelköder. So, und da... Das ist zum Angucken, oder was? Achso, und hier kommen die Bildfragmente rein. Okay. Ist immer noch kaputt. Was fehlt denn jetzt noch? Ach, gar nichts mehr. Okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.